Ja, liebe Freundinnen und Freunde meines Kanals, ich darf euch wieder mal recht herzlich begrüßen. Ich habe heute mir meine restlichen Gleichsperrsignale fertig gemacht. Zwei Stück. Moment, ich drehe es mal um. So, Gleichsperrsignale Licht und ein ganz kleines, das heißt kleines Vorsignal, aber ein Vorsignal mit ganz kleinen Leuchtdioden. Ich wusste gar nicht, dass ich die noch habe. Ich zeige es euch mal. Hier könnt ihr die sehen, ganz kleine. Leider habe ich die nur in Gelb und Grün. Aber für ein Vorsignal ist es natürlich ideal. Nun gut, ich wollte euch jetzt den zweiten Teil zeigen von meiner Automatikstrecke. Ich hatte ja gesagt, dass ich 5 Züge automatisch fahren lassen kann. Von den 5 Zügen hattet ihr 3 gesehen, die V200, die Baureihe 23 und der kleine Wendezug hier an der Seite am Krankenhaus. Aber jetzt fehlt ja noch eine Baureihe 38, eine P8, ist dann noch in der Automatik drin und noch ein kleiner Wendezug. Das zeige ich euch jetzt in einem weiteren kleinen Video. Ja, schalten wir erstmal die Geräusche alle an. 1, 2, 3, 4, 5 und die Kirchenglocke. Man hört auch gleich singen in der Kirche. So, dann gehen wir mal ganz vorsichtig vorne in den Trafobereich, da wo die Automatik geschaltet ist, und jetzt schalte ich hier die Automatik ein. Und wir wissen ja schon, die Automatik beginnt hier mit dem Bahnübergang. Zunächst geht also der Bahnübergang runter, das Signal geht rauf, gibt den Bahnübergang frei für die Durchfahrt. Und jetzt gehen wir schon mal gleich ein Stückchen weiter, denn hier hinter diesem Tunnel geht die Strecke durch und endet dort unter der Brücke, kommt gleich der Zug raus. So, die Automatik meldet sich gerade, die große Kirchenglocke auch. Ich versuche mal jetzt den Weitwinkel zu zeigen. Es kommt jetzt erstmal die 23 mit Original Märklin-Anhängern. Und wir sehen, der zweite Wendezug kommt. Hier kommt der zweite Wendezug. Ein kleiner Zug fährt auf das Gleis neben dem Bahnhof. Die 23 fährt hier ein. Super zu erkennen, muss jetzt hier warten, denn sie setzt nachher ihre Fahrt fort, hier in diesen Tunnel, da wo gerade grün gebaut ist, und kommt nachher hier raus, denn da kommt jetzt die V200, so wie ich das höre, die wir ja schon gesehen haben. Jawohl, nach der Ansage, dass der Zug ausfährt, fährt der Zug auch ab. Er schaltet sich den Bahnübergang. Hier vorne kann man sehen, hier, das ist die Sendediode.
die Sendediode für die Infrarotstörung für den Bahnübergang. Wenn ich hier zwischengehe, geht hier der Bahnübergang an. Eine weitere Diode, Sendediode, kann man hier erkennen, hier, ganz eben, und die endet dort in dem Wagen, diese Infrarotsteuerung. Davon habe ich eine ganze Menge. Hier endet die Infrarotstrecke hier für den großen Bahnübergang. Jetzt zeige ich euch noch eine Infrarotdiode. Und zwar ist die hier versteckt. Da sendet nach hier. Dort die Öffnung. Da ist der Infrarotempfänger drin. So. Und man sieht, der Wendezug ist schon wieder eingefahren. Der Wendezug ist schon wieder hier. Aber kein weiterer Zug. Dann kann ich doch ein bisschen erklären. Dieses Gleis hier wird in dieser Richtung befahren und ist für den manuellen Betrieb. Das heißt, da fahre ich von Hand. Hier das Gleis, das hier, dieses Gleis, das ist das elektrifizierte Gleis, was nach oben geht. Das zeige ich jetzt mal, wie das rumgeht. So, geht hier rum, da weiter, und auch hier habe ich eine Lichtschranke eingebaut, eine Infrarotlichtschranke. Der Empfänger ist hier. Ihr merkt, wenn ich hier dran gehe, geht der Bahnübergang an. Der Empfänger ist jetzt gar nicht sichtbar. Der Empfänger ist hier, der Sender ist dort. Da müsste jetzt ein helles Licht zu sehen sein. Kann ich aber jetzt nicht sehen. So, schauen wir mal weiter, wer da jetzt auf der Automatikstrecke kommt. Denn ein Zug fehlt uns ja noch. Und siehe da, eine wunderschöne P8 mit Wandenständer. Von Trimex kommt da mit fast alles Märklin-Anhänger, nur dieser dort. Ich glaube, das ist ein, ich meine, der wäre von Pico. Der gefiel mir so gut, dann habe ich mir den gekauft, aber ich musste die Gehäuse auswechseln. Ich musste ein Chassis nehmen von Märklin und habe das einfach nur draufgesetzt, das Gehäuse. Jawohl, wir sind vorsichtig. Tschüss P8. Weiterhin gute Reise. So, jetzt habt ihr alle meine Automatikzüge gesehen, alle 5. Aha. Die 23 hat Einfahrt. Nehmen wir die noch mit. So, das Signal geht gleich automatisch hoch, weil da ist eine Aufenthaltsschalter drin, das habe ich schon erzählt. Wenn das Signal hoch geht, kommt die Ansage. Jawohl. Soweit zunächst mit der Automatik. Ich schalte sie wieder aus. Ihr könnt sehen, hier ist die Automatik verschaltet. Die könnte ich auch noch ändern. Und hier sind die Haltestellen. Signale, und vor den Signalen habe ich hier verkabelt und verdrahtet.
Ja, soweit von meiner Automatikstrecke. Demnächst zeige ich euch meine Manuellstrecken, wie ich die jetzt ausgebaut habe, auch mit den Signalen, nicht mit den Lichtschranken, sondern mit den Signalen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schauen und Basteln. Der Wilfried Analog.